So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Old City Tower. Da ist nämlich ein Ho-Oh Raid. 12.40 Uhr, der nicht nur mega medital ist, ist jetzt in den Raids, mit dem ich eigentlich schon fertig bin. Ihr habt ja nur 100 Energie gebraucht und habt 250 bekommen für den Raid. Nein, auch Ho-Oh ist drin und Ho-Oh brauche ich unbedingt noch ein 100%iges. Und ca. 650 XL. Ich möchte nämlich meinen Apex hochziehen auf 50 und ein 100er mir auf 50 ziehen, aber ich brauche erst meinen 100er. Das ist also ein Ziel. Heute Abend 18 Uhr ist auch die Raid Mania. Ihr könnt wieder einladen. Zwischendurch werde ich mal gucken. Für Interaktionen werde ich öfters Raids machen, jetzt wieder in der Woche. Und in der Raid-Gruppe immer mal schauen, ob da jemand was macht. Ich laufe jetzt hier durch Hibu über den verschneiten Marktplatz. Habe auch gesehen, heute Mittwoch, Naturin hat seine Premiere hochgeladen. 20 Uhr Mittwoch Premiere für die goldene Meile mit Naturin aus Naturins Sicht. Aber da ist bestimmt der Brösel da, weil wir heute noch was aufnehmen müssen. So, jetzt ist 12.30 Uhr. Hier seht ihr den Marktbrunnen, wo wir sonst immer drin baden waren. Ich laufe jetzt zum Old City Tower. Dann stelle ich euch mal die Konda vor, die wir bei Ho-Oh brauchen. Denkt an die Raid Mania heute Abend. Heute zwei Videos für euch, beziehungsweise drei. Gab ja schon ein anderes. Und 20 Uhr Premiere von der Goldenen Meile. 1.0 von Naturin. Heißt das, er hat noch mehr vor? Das werden wir in Zukunft sehen. Wenn ihr mal anonym unterwegs sein wollt, dann parkt einfach in Hildburghausen. Dann sieht euer Kennzeichen ungefähr so aus. Ihr habt einfach gar keins mehr. Das ist auf jeden Fall perfektes Wetter für die Wintermeile. Leider war die Wintermeile ja schon. Hier ist auch der zweite Brunnen. Der Farbenbauer Brunnen, in dem wir damals immer gesessen haben. Auch Musikvideo gedreht, Bier-Tasting gemacht und alles mitten im Sommer. Da hat dich keiner gesehen, wenn du da drin gesessen hast. Das war richtig genial. Ich glaube, das werde ich alles vermissen, wenn ich nicht mehr hier wohne. Aber weiter zum Raid. So, sind jetzt hier in der Allee angekommen. Das ist eigentlich die Arena, der Old City Tower. Ich werde jetzt aber mal hier reingehen. Hinter den Zaun, da ist nämlich eine Bank. Da habe ich auch schon mal mit dem Hannes Raid gemacht und Bier getrunken. Ich glaube, da ist auch ein Schneemann. So, guck dir das an. Ein Schneemann gefunden. Freundlich, mit einer lustigen Mütze, einem Grinsen auf den Backen, Augen dran. Der muss ganz frisch sein, hat sogar Arme und hat die Arme so verschränkt. Muss frisch sein, weil irgendwie hat es ja erst seit gestern Abend geschneit. Der muss heute früh direkt einer gebastelt haben. Egal. Den nehmen wir mit, fürs Thumbnail vielleicht. Und schneiden irgendwas hier rein. Jetzt muss ich nur wieder weiter hier durchwatscheln. Euch hänge ich jetzt hier einfach an den Zaun. Und dann lesen wir mal vor, wen wir alles einladen können, wer alles mitmacht und hoffe, dass es dann passt. So, ich bin jetzt an der Arena. Wir wollen mal ganz kurz hier auf den Community-Tab gehen. Da poste ich das ja immer rein beim Kanal. Übersicht, Videos, Shorts, Live-Playlist, Community. Da haben wir auch eine Grafik. Nicht nur die Konda für Mega Meditalis, sondern auch die Konda für Ho-Oh. Ho-Oh weiß ich jetzt schon, werde ich wohl Probleme beim Fangen dann haben, weil das wieder ein Vogel ist in der Luft, der total nervig ist. Bob musste damals immer meinen fangen. Ich hatte einen 98er im Fangbildschirm und habe gesagt, Bob, mach du das. Ich wollte nicht, ich hatte voll Schiss. Jetzt habe ich mittlerweile zwei 98er oder so mittlerweile. Falls das 100er kommt, werde ich mir komplett einscheißen, aber mal gucken. Ho-Oh ist vom Typ Feuer. Hat also eine Gesteinsschwäche.
HO ist vom Typ Flug, hat also eine Gesteinsschwäche. Klar hat Feuer noch andere Schwächen und Flug hat auch noch andere Schwächen, aber bevor ihr jetzt mit Elektro angreift oder mit Wasser angreift, greift einfach mit Gestein an, weil das ist dann, hat eine Doppelschwäche, ist also vierfach effektiv. Alter, wieso knallt das hier vom Baum runter? Also, nutzt Gestein. Was hat es jetzt hier als Gestein angezeichnet? Chamaidon. Dann hier den komischen Dinosaurier. Weiß ich schon den Namen gar nicht. Irgendwas mit Mono. Dann Terrakium, Rihonyo, Despota, Aerokak, Sprühl. Natürlich auch Kryptos gern gesehen und anderes Zeugs. 22,07 ist der 100er Wert. Und 27,59. Merke ich mir eh nicht. Hier habe ich den jetzt gepostet für 12.41 Uhr. Da haben sich 17 Leute angeblich eingetragen. Wir gucken mal. Wir haben Borki, Pokehanda, Itch2Domo, Miku, Henry Niki und Genaya, Zelda, Matze, Heise und Bisa-Fan Enzo. Der Rest kommt leider zu spät. Der Rest passt leider nicht mehr mit rein. Und ja, bei Zelda habe ich so gemacht. Die hätte ich theoretisch nicht mitgenommen, weil Regeln für alle gleich, Name und Code. Aber sie hat ihren Code ja dann auf Anweisung noch in den Kommentar gepostet. Das war aber nicht meine Anweisung und deswegen lasse ich das mal zählen. So, jetzt ist hier überall Wasser drauf. Es ist echt nervig und schmierig gerade. Es ist 41, ich versuche mal einzuladen. Ich hoffe, das ist gespeichert, dass wir die Leute da drin haben. Und hier läuft die ganze Suppe runter. Oh, bestes Wetter. Regen ist richtig schlimm. Schnee ist okay, aber irgendwie so auch nicht, weil es tropft einfach nur überall her. Ich muss mal hier drüben kurz drauf. Bisa Fan Enzo, Heise Jenner, Matze Zelda. Und jetzt hier auf dem Main. Henry Borgi, Itch2Domo, Miku und Pogehanda. Der kleine Acker, es knallt schon wieder. Mitten aufs Handy. Es ist voll nervig. Hier haben wir Rihonyo, Koglodon. Wir haben Garados drin. Ja, okay, ist halt Wasser so. Rihonyo, Rihonyo, Despota. Ich hoffe, das Despota hat auch Gesteinsattacken und ist kein Unlicht-Despota. Und der Main mit Rihonyo, Monagoras. Jetzt haben wir auch den Namen dazu. Aerokack-Sprühl, was ich eigentlich zu einem Mega immer entwickelt habe, weil es ja ein 100er ist. Auf 50 noch Rihonyo, noch Ramaidon und noch Despota. Man könnte jetzt auch hier einfach mal Gestein eingeben und schauen, was sind denn die höchsten, die ich hier hätte. Ich habe hier Krypto-Despota habe ich hier. Würde ich mit reinnehmen. Zwei Rihonyo, die brauchen eigentlich Felswerfer. Das hat Felswerfer. Was hat das? Katapult-Felswerfer nehmen wir auch mal mit rein. Der Matze ist leider nicht auf Gestein ausgelegt. Der ist leider Kampf. Der dürfte noch Katapult-Steinkante haben. Der dürfte auch Katapult-Steinkante haben. Und jetzt sieht das ganze Ding eigentlich total langweilig aus. Katapult-Steinhagel nehmen wir so, weil wir jetzt bestehend aus lauter Despotas sind. Also ihr könntet auch einfach wieder eine Despota-Armee nehmen oder eine Rihonyo-Armee, je nachdem, was euch lieber ist. Ich weiß nicht, wie ich das mit dem Fangen gleich mache. Ich hoffe, der Baum lässt mich in Ruhe, wenn nochmal so ein Flatschen runterkommt. Ich halte das nicht aus. Es ist alles in der Kapuze auch noch drin. Beste Wetter, beste Wetter. Geht raus, spielt Pokémon Go. Ganz allein in eurer Stadt. Wenn das jetzt ein Top-Raid wäre, ich würde hier alleine stehen und wäre wieder und könnte nicht mal einladen. Danke, Niantic, dass ihr das so unterstützt. So, Steinkanne, Steinkanne. Ich muss mir mal die Attacken hier suchen. Mal draufhauen. Ho-Oh sollte auch nicht so schwer zu besiegen sein. Also Lugia wird deutlich schwerer als Ho-Oh. Weil Ho-Oh mit seiner Doppelschwäche, Vierfachschwäche, Hundertfachschwäche mit der... Naja, wisst ihr Bescheid. Ihr seht, wir sind jetzt schon bei der Hälfte der Zeit, gerade mal nach 20 Sekunden. Es sind 13 Leute auch. Muss man hier rüber die Attacke wechseln. Ich habe mir den 100er Wert leider jetzt wieder nicht gemerkt. Ich hau jetzt einfach hier drauf. So, Rihonyo. Zwei Pokémon sind gestorben. Jetzt bei dem dritten müsste das eigentlich gehen. Der kann natürlich auch Solarstrahl. Wenn ich da so ein schönes Garados drin habe beim kleinen Account und der macht Solarstrahl, wäre das richtig toll. Ist auch als Shiny verfügbar, habe ich noch gar nicht dazu gesagt, steht aber überall dabei. Da drücken wir mal schnell durch, dass es nicht so lange dauert. 21 Bälle,
kein Shiny 2177 und 2149. Ich pack den mal weg. Das werfe ich mal dahin. Jetzt versuchen wir mal, dieses Ho-Oh zu fangen. Er hat eigentlich einen richtig schönen großen Kreis. So, einmal über die Hose schmieren. Der hat einen schönen großen Kreis, aber der ist halt richtig zappelig. Wie gesagt, der geht mal hoch, der geht mal runter. Jetzt geht irgendwie gar nichts mehr. Wieso kann ich keine Beere mehr auswählen? Meine Taste ist kaputt. Es funktioniert nicht, wenn ich auf die Beere drücke. Na, dann mache ich es jetzt halt, versuche ich es halt ohne Beere. Einfach fabelhaft. So, bringt das jetzt was, wenn ich hier rumwisch auf dem Display? Ja, jetzt kann ich wieder eine Beere nehmen. Wenn der unten ist, müsst ihr halt kürzer werfen. Wenn der oben ist, müsst ihr halt länger werfen. Ist ja eigentlich ein simples Prinzip. Ich hoffe mal durch die Freunde, die Freundschaftseinladungen und alles, hat man auch wenigstens ein paar Bälle da, sodass es nicht so schlimm ist, wenn man einfach alles verwirft. Alter, der ganze Ärmel ist zugekleistert. So, einfach fabelhaft. Oh. Und er ist drin. Wenn das jetzt das 100er gewesen wäre, dann wäre es auf jeden Fall fett. Er ist auf jeden Fall höher als der andere. Und es ist ein 14-11-14 Hildburghausen. So, wie gut ist euer bestes Ho-Oh? Wir können mal ganz kurz hier reingucken, wenn ich so mache und nach WP sortiert. Jetzt habe ich hier geschrieben. Ho, nicht hi, ein 890er Level 40 auf 3855. Das Ding würde auf fast 4400 WP kommen. Na egal, ich habe ein Ziel, 100er Ho-Oh, ist ja jetzt 2 Wochen da, mal gucken, ob ich es erreiche. Sonst würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Und ich habe noch gar nicht diesen blöden Fisch gefangen. Aber der ist mir jetzt auch zu weit weg. Aber ist ja auch ein bisschen jetzt Event. Fangt Knirrfisch, brauche ich auch wieder als Lucky. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Fallout, euer Ramses.